Jaheim schaut quasi dich an und du schaust zurück. Wie manchmal im Western vom Duell sozusagen, aber das sind zwei ebenbürtige Cowboys, aber hier ist das nicht so. Das ist du und Jahannam. Darum haben wir die Leute so, deswegen kriegen die alle Angst, wenn die zum Arzt gehen und er sagt ihnen, sie haben noch 7 Tage zu leben. Die haben richtig Angst in dem Augenblick, weil er in sich weiß, es wurde eine Hinrichtung in einem amerikanischen Gefängnis gezeigt. Sie haben dann einen gezeigt, wie er sich verhält, wie er ist. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Das ist der nächste Vers. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Und an dem Tag, wo dem Mensch das bewusst wird, es geht weiter, und Jahim vor die Augen gestellt wird für den, der es sieht. Jahim ist einer der Bezeichnungen für Jahannam. Für das Höllenfeuer, einer der Namen davon ist Jahannam, den kennen die meisten. Und auch Jahim. Jahim kommt von Jahm. Jahm ist der Blick von einem Raubtier, so ein Löwe zum Beispiel, bevor er dich frisst. Das ist, wenn du ihm gegenüberstehst und er setzt zum Sprung an und quasi im nächsten Augenblick ist es vorbei. Diesen Blick, den er dann hat. Wir hatten früher 2 Katzen und da war das ganz interessant zu beobachten. Die machen das auch so, bevor sie ihre Beute quasi erlegen. Dieser Blick, das bezeichnet man Jahm. Jahm im Arabischen. Und Jahim ist ein Feuer, was dich so intensiv anschaut, dass du glaubst, es springt dich im nächsten Moment an. Das ist Jahim. Es starrt dich an, so wie ein wütendes Lebewesen. So wird Jahim, das Höllenfeuer, beschrieben im Koran. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. Für den, der es sieht, der schaut. Jahim schaut quasi dich an und du schaust zurück. Das ist so eine Gegenüberstellung, wie manchmal im Western vom Duell sozusagen, aber das sind zwei ebenbürtige Cowboys, aber hier ist das nicht so. Das ist du und Jahannam. Burrizat ist, es wird hier übersetzt mit, es wird vor Augen gestellt, aber Burrizat ist eigentlich, wenn ich so etwas herausziehe, das ist so quasi zum Beispiel eine Linie von Menschen, da stehen 30 Menschen und ich nehme einen heraus und schaue mir ihn genauer an. Und zwar so, dass ich jetzt all seine Merkmale erkennen kann. Jetzt weiß ich, wer er ist, quasi eine Art von Identifikation. Das ist Burrizat. Wenn ich jemanden herausziehe für eine Musterung sozusagen. Jetzt kann ich genau erkennen, wer das ist. Und so kommt er an diesem Moment quasi Jahim vor. Dieses Höllenfeuer. Du kannst es schon vorher sehen quasi, aber die letztendliche Gewissheit, die hast du quasi in diesem Augenblick. Es wird dir so vor Augen gestellt, dass du jedes Detail davon erkennen kannst. Und das ist quasi das, wonach du gestrebt hast. Das wird dir in diesem Augenblick bewusst. Im vorherigen Vers war ja den Leuten mit klar, wonach sie gestrebt haben. Und man denkt jetzt, man hat sein Leben vielleicht damit verbracht, Entertainment hinterher zu jagen oder das Leben zu genießen oder die Leute zu beeindrucken. Aber das alles kannst du zusammenfassen in einem Wort. Jahim. Das ist das, wonach du gestrebt hast. Wenn du irgendetwas anderes in deinem Leben hast, außer Allah und seine Zufriedenheit, dann ist es das. Was immer du jetzt an diese Stelle setzt. Es kann sein, dass du eine Karriere als Rocksänger haben wolltest oder als in deinem Beruf Karriere machen wolltest. Und darum hat sich dein ganzes Leben gedreht. Spielt keine Rolle. Wenn das dein Lebensinhalt war, dann kannst du das alles in einem Wort zusammenfassen. Das ist Jahim. Jahim ist das, wonach du gestrebt hast. Und jetzt erkennst du es. Diese beiden Verse sagen dir quasi, der Mensch hat das die ganze Zeit schon in sich getragen. Er hat das geahnt. Er weiß schon sein Leben, wenn er das so lebt, das geht nicht gut. Darum haben wir die Leute so, deswegen kriegen die alle Angst, wenn die zum Arzt gehen und er sagt ihnen, sie haben noch 7 Tage zu leben. Die haben richtig Angst in dem Augenblick. Weil er in sich weiß, okay, was jetzt auf mich wartet, das ist wie Jahim, wie so ein Wesen, was mich anstarren wird. Das trägt er in sich, aber das ist so oberflächlich, das ist so eine Ahnung. Burrizat, in diesem Augenblick wird dir das klar. Du erkennst ganz genau, das, was du geahnt hast, das weißt du jetzt quasi. Das ist die Sache, nach der du gestrebt hast. Ich habe vor einiger Zeit auf YouTube ein Video gesehen. Das war gestellt. Das habe ich allerdings auch geahnt, weil ich mir nicht vorstellen konnte, dass YouTube sowas ernsthaft zulassen würde. Und zwar wurde da eine Hinrichtung in einem amerikanischen Gefängnis gezeigt. Nachgestellt, das ist keine echte. Das würde man nicht machen. Das verstößt so gegen die Ethik und Moral. Aber es war nachgestellt. Aber es war echt nachgestellt. Also ich habe es erst am Ende und in den Kommentaren tatsächlich gelesen, dass es nicht echt war. Und man hat versucht, den Leuten einfach zu zeigen, wie sowas ist.
wenn jemandem das bevorsteht. Und die haben jetzt einen von diesen gezeigt, der weiß schon seit 12 Jahren, so lange sitzen die da im Gefängnis, bis dieser Moment kommt. Sie haben dann einen gezeigt, wie er sich verhält, wie er ist. Und der hatte so Angst und gezittert, richtig so. So. Und die Leute versuchen ihn zu beruhigen, es wird alles gut gleich. Ich meine, was willst du ihm sagen? Aber es ist gut, mach dir keine Sorgen. Wir versuchen ihn irgendwie zu beruhigen. So, richtig zittern, richtig Angst. Sie wissen, dass ihnen irgendetwas bevorsteht. Aber das ist nur eine Ahnung. Das ist der Moment, wo sie das genau erkennen. Diese Ahnung, die sie die ganze Zeit hatten, das wirkt eine Wirklichkeit. Und das ist eine Ermahnung für jeden Menschen. Das hier ist nicht nur an die Quraysh damals gerichtet. Das waren die Ersten, die das gehört haben. Aber das ist für uns selber. Worum dreht sich dein Leben? Worum dreht sich dein Leben? Stell dir vor, du wärst jetzt in dieser Situation. Du wüsstest jetzt, morgen ist alles vorbei. Ich habe heute in der Khutbah einen kurz erwähnt, wie ein Freund von einem Bruder gestorben ist. Ich habe nicht dazu erwähnt, wie er gestorben ist. Der war etwas jünger als ich, so sechs, sieben Jahre jünger, aber der ist an Krebs gestorben. Und der ist erst zum Arzt und die haben jahrelang dagegen gekämpft, oder wie lange genau, weiß ich gar nicht. Aber die haben lange dagegen gekämpft und es sah erst erfolgreich aus. Der Arzt hat ihm schon gesagt, sie sind gesund, alles perfekt. Und dann bei der nächsten Untersuchung sagte ihm, irgendwo ist eine, ich weiß nicht, Zyste geplatzt oder hat gestreut, ich weiß es nicht mehr, aber jetzt ist nichts mehr zu machen. Ist vorbei, ist jetzt noch ein paar Wochen, dann ist das Ganze zu Ende. Und dann ist er 6 Wochen später oder so gestorben. Das war diese Story. Was, wenn das einem von uns passieren würde? Hätten wir auch Angst, dass Jahim uns vor Augen geführt wird? Diese Ahnung ist, wenn man diese Ahnung in sich trägt, das soll ein Alarmzeichen sein. Dass unser Leben sich vielleicht um irgendetwas anderes dreht, außer um diesen Moment. Was natürlich nie bedeutet, dass man sein ganzes Leben wegwirft und man kümmert sich nicht mehr darum, das muss man immer dazu erwähnen. Aber wir übertreiben manchmal in diese Richtung schon. Und wenn man selber so einen Kompass haben möchte, ob man in diese Richtung übertreibt oder nicht, dann einfach sich diesen Moment vorstellen, wo man da steht. Hast du von dem Video profitiert? Dann ermögliche uns, weitere Videos wie diese zu veröffentlichen. Mach dazu jetzt eine kurze Pause, geh in die Beschreibung, klick auf den Link und unterstütze die DIN Academy.